So, da werden wir wieder zurück. Hier im zweiten Teil. Wie man sieht, das hat sich noch nicht sehr viel getan. Und ich bin gerade etwas ruhelos. Denn ich will eigentlich, dass es mal ein bisschen weitergeht. Aber so ist es halt. Manchmal muss man einfach für eine Fünfe gerade sein lassen und warten, bis man im Spiel weiterkommt. Jetzt sah ich hier bei unseren Leuten aus. Lariano. Ein Kind, 4 Jahre alt, 4 Jahre alt. Ah, hier haben wir bald einen neuen Laborer. Ich glaube ab 10. Ab 10 oder 12 gibt es einen Laborer. Hier schon 9, 4, 7. Okay. Bald erhalten wir einen neuen Schwung von kleinen Arbeitskräften. Und können weiter voranschreiten. Na, ich könnte auch jetzt eine Schule bauen, um meine Kinder ein bisschen besser auszubilden. Problem nur, dass sie dann, glaube ich, 30% länger brauchen, um als Laborer verfügbar zu sein. Was nicht so pralle ist, aber dafür sind sie dann effektiver bei der Arbeit. Was natürlich wieder mal ein Vorteil ist. Aber, tja. Was haben wir denn? Küstenhaus. Seidenfarben, Weberei. Schenke und Biergarten. Oh, sehr schön. Da kann man sogar durchgehen. Oh, nice, nice. Aber ich glaube, das brauchen meine Leute noch nicht. Eine Brauerei. Die gab es ja schon vorher. Weinkeller. Ja, da wird Wein wahrscheinlich hergestellt. Destillerie. Ja, für den richtig harten Schnaps. Und Trocknungsstätte. Ja. Ich mal hier gucken, was es noch so gibt. Eine Kerzengießerei. Na, komm. Ja, das muss eine Köhlerei sein, ne? Wo Holz für Fässer hergestellt wird. Eine Seilerei, ja. Die Raupenfarm. Seidenfarm, eine Herstellungsfarmzeit. Züchtet Seidenraupen für die Herstellung von Seide und als letzter Ausweg als Nahrung. Okay. Das heißt, wenn es ganz schlimm kommt, können wir auch von unseren Raupen leben. Und hier ist die Mine. Schön groß. Gab es ja schon vorher. Und da ist der Steinbruch. Wie sieht es mit Werkzeug aus? Habe ich noch genug? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, und wir haben zwei Laborer. Damit könnten wir. Was machen wir denn damit? Wir haben auch nicht so viel, ne? Ich könnte ein kleines Feld anlegen. Da, zwei Laborer. Ach nee, erst ein Laborer. Vorher hatten wir noch schon einen. Erstmal nicht so wichtig. Ein ganz schön großer Imkerbetrieb. Ich überlege gerade, ob das vielleicht ratsam wäre, sowas zu bauen. Ah, oder hier so. Ne, Imkerei. Bienenwachs. Da habe ich auch wieder Nahrung, ne? Honig. Schwierig. Wie viel braucht man denn für. Steht aber nicht bei, wie viele Leute man braucht. Ist bestimmt nicht wenig. Ach, so ein Obstgarten können wir auch ziehen. Standard Obstwiese. Dichte Obstwiese. Okay. Crop Field. Ich will eigentlich erst warten. Er ist schon so früher Herbst. Das muss ich so und so kein Feld hochziehen. Hochziehen, ja. Kein Feld anlegen. Bringt gar nichts. Aber den Leuten geht es von der Gesundheit her nicht so proper. Ah, doch, das Ding ist schon proper. Also, es fehlt jetzt mal ein Herz. Da kann man sich eigentlich gar nicht beklagen. Nahrungsversorgung ist eigentlich erstmal gedeckt soweit. Außer wenn wir jetzt natürlich mehr Leute werden. Dann ist das natürlich wieder was anderes.
komm her. Wer bist du denn? Warte mal, follow, follow. Komm, ich will dich follow. Ich interessiere mich für deine Tweets. Du fällst jetzt einen Baum, ne? Ja, genau. Das kann ich dich followen. Ja, da wohnst du, wa? Wohnst du da? Ja, genau. Jetzt hast du Holz geholt und es in deinem Haus gebracht. Später kann man dann auch noch einen so einen Wochenmarkt einrichten oder so einen Marketplace. Da ist es dann so der zentrale Umschlagplatz für alles, was so erwirtschaftet wird. Dass die Leute nicht immer zu den einzelnen Stockpiles oder zu den Scheunen gehen müssen, um sich die Sachen zu holen, sondern gehen einfach alle komplett zum Markt und holen sich da ihren Kram. Was natürlich dann wieder Arbeitskräfte kostet, weil irgendwer muss auf dem Markt arbeiten. Das ist vor allem ratsam, wenn die Stadt halt schon auf jeden Fall größer ist und man angefangen hat, so Sektionen anzulegen. Ne? Dann gibt es halt so den landwirtschaftlichen Bereich, wo viele Felder sind und Leute, die da halt auch dann wohnen, direkt bei ihren Feldern. Und dann gibt es dann den ja, alles, was mit Forstwirtschaft zu tun hat und an den Flüssen und Seen so und so Fischerei und Wohngebiete. Man kann das alles hier noch recht schön machen. Man kann man bei, glaube ich, beim Gronkh im Endgame sehen. Der hat da eine recht schöne Stadt aufgebaut, Stucken Borstel. Sieht in den letzten Parts wirklich sehr schön aus, wie er das gemacht hat. Na, da kann man schon einige Zeit verbringen. Vor allem jetzt mit diesem Mod. Dann ist das halt nochmal hübscher. Oh, die Windmühle ist scharf. Die hätte ich gerne. Er kostet Seile, ne? Und was das Weiße da ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich Papier. Kann es sein? Man braucht ja Papier oder. Ich glaube eher Stoff. Man braucht ja Stoff für die Flügel. Ich glaube, es ist Stoff. Seide. Ne? Aber wahrscheinlich unsere Seidenfarben mobilisieren. So. Jetzt haben wir schon 3 Laborer. Schön, schön. Schön, schön. Und ich werde gleich. Spaß, aber mal ein Feld anlegen. So, mache ich das hier. Kann man relativ groß. Oh, wie groß man es ziehen kann. Wahnsinn. Ist die Feldgröße verändert? Kann das sein? Oder mache ich das hier? Ja, ich mache das mal hier, würde ich sagen. Genau. Und wir können Potatoes und Sojabohnen. Okay. Aha. Gut, das hilft uns alles nicht, aber ich baue einfach mal spaßeshalber Sojabohnen an. Und dafür braucht man 4 Arbeiter. Das ist ganz praktisch, denn wir haben jetzt genau 4 Leute dafür auch vorrätig. Ja, Karte weg. Ist im Winter aber etwas schlecht. Braucht man nicht. Ist auch immer relativ ratsam, die Leute für den Winter von ihrer Arbeit auf den Feldern zu entbinden, weil was soll man denn als Jetzt kann ich ja kleine Häuser einbauen. Was soll man als Farmer im Winter auf seinem Feld? Da gibt's nämlich nichts zu tun. Oha. So, dann können die mal. Ich hoffe, dass sie es über den Winter hin schaffen, die kleinen Häuser zu bauen. Denn da wir jetzt mehr Laborer haben, ist es besser, wenn man die dann in den eigenen Häusern wohnen lässt. Weil dann vermehren sie sich besser. Und die kleinen Häuser bauen sich echt schnell. Der Wohner, 2 Zehnjährige, alles klar. Der Builder und der Forester. Corneliot und Rillison. Ja, sieht gut aus. Kriegen die hin. Der Weg wird auch ausgebaut. Ist der Weg eigentlich hier auch? Ja, gut. Und so wächst unsere kleine Siedlung.
auch 9 Leute. Aber laufen wir noch auf 5, sehr gut. Was kosten eigentlich die kleinen Häuser an Rohstoffen? Nur Holz wahrscheinlich, oder? Ja, 10 Holz, 2 Steine. Ah, die sind schon ein bisschen älter hier. Cleonidet in Carrison. Aha, anscheinend steht Cleonidet auf Jüngere. Aber so war das halt damals. Da hat man genommen, was man kriegt. So, das Haus steht auch. Und jetzt müssen wir hier mal anfangen, die Felder zu bewirtschaften. So. Jetzt kommen die Leute gleich angerannt. Oh, nochmal Schnee. So ist aber ein... Ach so, wir sind auch bei Late Winter. Ach so. Und wir hatten nur einen etwas früher einsetzenden Frühling. Ah, ich wieder Laborer? Ja, ein Laborer habe ich wieder. Oh, ist gut. So. Gleich kommen wir den frühen Frühling, der immer sehr früh kommt, wie der frühe Frühling das halt so macht. Na komm. Wir haben 18 Leute. Ich weiß gar nicht, wie hoch mein... also im Early Spring, genau. Wie hoch meine Bevölkerung in meinem besten Spielstand war. Ich glaube, irgendwas um die 500 oder 600. Später kann man noch ein Rathaus bauen und so andere herrenlose Leute aufnehmen, die auf Reisen sind, solche Nomaden oder sowas, die dann anfragen, ob sie in meiner Stadt wohnen können. Und wenn man die halt reinlässt, kriegt man schon mal so einen guten Schub von 30 bis 80 Leuten. Ist für die Wirtschaft natürlich gar nicht mal schlecht. Ja, und da wächst schon das gute Soja. Ja, momentan sind wir eher vegetarisch eingestellt, was unsere Nahrung angeht. Ja gut, außer der Fisch, aber man muss als Vegetarier auch nicht. Fisch ausschlagen, wie ich das immer so mitkriege. Ja, das ist dann natürlich jedem selbst überlassen, wie ernst man das nimmt, aber weiß ich, wenn man schon Vegetarier ist, sollte man halt komplett auf Fleisch verzichten. Und nicht irgendwie Fisch aussparen. Ich wollte eigentlich einen Schmied. Genau. Da setzen wir jetzt hier die Schmiede hin. Denn unser Bestand an Werkzeugen sinkt rapide. Deswegen brauchen wir Werkzeug, um besser arbeiten zu können. Ah ja, und so sieht Soja also aus. Soja ist auch, glaube ich, neu. Ist eine neue Art von Saat. Später kann man auch noch viel mehr Sachen auf den Feldern anbauen, wenn man einen Trading Post gebaut hat. Dann kommt nämlich manchmal so ein kleiner Händler vorbei und wenn man Glück hat, hat er neue Samen dabei. Fürs Feld oder für Obstbäume zum Beispiel. Und somit kommt man dann irgendwann an alle Sachen, die ihn interessieren. Ne? Ich glaube, bis zum Trading Post müssen wir mal gucken. Ich glaube, bis dahin schaffen wir es nicht. Das dauert dann immer ein bisschen. Weil man dann auch Sachen... es wird halt hier in Banish nicht mit Geld gehandelt, sondern mit Waren, also Tauschgeschäften. Das heißt, man muss erstmal irgendwas produzieren, was sich vom Tauschwert auch lohnt. Und momentan haben wir da eigentlich nichts außer Wurzeln und Zwiebeln. Ich handle eigentlich immer gern mit Alkohol, also mit Obstbrand. Da habe ich dann große Obstplantagen, die halt die Früchte einbringen und dann werden die zu Alkohol gemacht und der lässt sich eigentlich immer sehr gut verkaufen. Oder halt Fleisch. Aus der Jagdhütte oder von von den Tiergehegen, die man später anlegen kann, wenn man sich beim Trading Post Hühner oder Kühe gekauft hat oder ertauscht hat,
Die vermehren sich nämlich von selbst und so kann man dann sehr gut Fleisch wirtschaften, was sich dann sehr gut verkaufen lässt. Noch besser verkaufen sich, glaube ich, Werkzeuge oder Kleidung, aber das ist auch immer ein bisschen umständlicher in der Herstellung. Was aber jetzt mit dem Mod eigentlich relativiert wird, weil man ja anscheinend jetzt Kleidung aus Seide oder so herstellen kann. Oder aus Hanf, oder ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall scheint man jetzt nicht nur aus, vorher kommt man Kleidung nur aus Wolle von Schafen und Leder von Tieren, anderen Tieren herstellen. Und jetzt kommen anscheinend noch die pflanzlichen Aspekte dazu, was ich eigentlich sehr gut finde. Und wir sind im frühen Sommer angelangt. Und das Feld ist schon bei 92%. Ja, anscheinend wird Soja sehr früh geerntet. Da haben die es auch sehr genau genommen, was hier mit dem Realismus gemacht wird. Denn die Ernte wird eigentlich immer eigentlich sehr zeitnah mit den richtigen Erntezeiten eingebracht. Das heißt, Kartoffeln im späten Sommer und Getreide teilweise auch später Sommer, Anfang Herbst, sowas. Ja. Ganz gut gemacht. Und wir haben schon 11 Kinder. Hier ist noch nichts. Da, genau, hier Child. Das ist 0 Jahre alt. Der Olli ist 0 Jahre alt. Hier Tristan Ford. Dieser Namensgenerator sei nicht schlecht. Und Delville. Ja, Delville, genau. Delville ist hier auch gerade neue Kinder. Ach, hier oben sieht man es ja auch. Muss ich gar nicht gucken. Ja, unsere neue Generation von Dorfbewohnern oder Stadt, ja, ein Bürgern sozusagen. Aber kann man ja gar nicht sagen, da es noch kein Bürgermeister gibt. Und jetzt wird Soja geerntet. Okay, noch 5 Werkzeuge. Die Schmiede geht auch ganz gut voran, aber frisst natürlich wieder Ressourcen. Da muss ich mal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen Stein. Oh, wir haben neue Laborer. Steine sammeln gehe. Steine sammeln. Hier liegen doch Steine rum. Die kann man alle mitnehmen. Komm. Ja, komm hier, was soll der Geiz? So, ist wohl noch ein bisschen Eisen irgendwo. Ja, hier liegt ein bisschen Eisen rum. Das können die gleich mal alles mitnehmen. So. Hoppla, okay. Achso, der Schmied ist bereit. Der Schmied ist bereit. Blacksmith, was fehlt? Tools, genau. Genau zur rechten Zeit. Bilder, nee, da, genau, Blacksmith, da haben wir ihn. So, und der stellt jetzt aus, genau, einfaches Werkzeug aus Holz und Eisen und kann auch Eisenwerkzeug herstellen aus anderem Holz und Eisen. Aber wahrscheinlich ist das, kostet es mehr. Ich stelle einfach mal einfaches Werkzeug her, ne? Ja, Holz und Eisen, Holz und Eisen. Wahrscheinlich braucht er aber für das Eisenwerkzeug mehr Eisen oder mehr Holz. Mehr Holz wäre nicht schlimm, aber mehr Eisen halt. Weil wir das bisher noch nicht selber aus dem Boden kratzen können. Aber hier unten ist noch was. Naja, erstmal, das normale Werkzeug reicht erstmal vollkommen. Man muss ja auch nicht gleich über die Stränge schlagen. Aha, und Reinal ist geboren worden. Schön. Schöne Sache. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding. Was haben wir denn? Pflanze, Wildblumen. Ach ja, genau. Ich wollte euch hier mal so eine Flagge hinsetzen. Habe ich die Flagge jetzt da hingesetzt? Ich weiß gar nicht. Ja, habe ich. Kostet 5 Holz. So. Und hier Frösche. Ach ja, ich wollte auch. Was wollte ich noch bauen? Ich wollte bauen. Windmühle, nein. Was wollte ich denn bauen? Da, genau. Das Küstenhaus. Das wollte ich bauen. Ach, andersrum.
Kann ich das gleich hier nebensetzen irgendwie? Schwierig. Da kann ich es hinsetzen. Oder? Genau, hier könnte ich. Aber ich glaube, ich möchte es eher... Genau, da ist hier mal ein Küstenhaus an. Dann können wir schon mal ein bisschen mit der Glasproduktion beginnen. So. Muss aufpassen, dass wir nicht so weit in den Wald reinkommen. Reserve as Tools, ja, wissen wir. Sind wir ja gerade bei, keine Sorge. So, ich erhöhe mal hier ein bisschen Feuerholz. Ach, die Flagge steht schon. Was ist denn unser Symbol? Ah, so ein... Hier, so ein... Na. Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall erkennt ihr es, ne? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, wo ich es bis dahin wahrscheinlich so selber rausgefunden habe. Brauche ich mehr Bilder? Kann das sein? Nein, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, das sieht so klein, aber es ist wahrscheinlich nur, ja, zwei Leute müssen da nur arbeiten. Oder, nee, das müssen zwei Leute bauen. Aber ich glaube, da müssen nur zwei arbeiten oder einer. Mal gucken. So. Ach ja, das Feld ist ja jetzt unbestellt. Können wir im nächsten Jahr mal Kartoffeln anpflanzen. Und ich entbinde die mal von ihrem Amt als ihrem Amt als Farmer. Ah ja, genau. Und jetzt kann man hier... Ach, nur einer sogar. Mal gucken. So. Jetzt haben wir wieder 6 Leute zur Verfügung. Und die können mal hier unten hier da Steine abbauen und ganz wichtig das Eisen. So. Das will ich nämlich haben. Und hier sind auch nochmal Steine, glaube ich. Ja, hier nochmal 3 Steine. Wichtig ist es. Muss ja... die Lager mal voll haben. Ach ja. Ich will mal gucken, was gibt's denn hier jetzt? Kein Sand. Lehm. Ach, Schildkröten und Froschschenkel. Ah, ist also auch für die Nahrungsbeschaffung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich überlege, ob ich leider noch einen zweiten daneben setze. Einen für Essen und einen für Sand oder Lehm. So ein Lehm kann man wahrscheinlich Ziegel brennen für Residenzen oder so. Oder was man halt so aus Ziegeln halt baut. Ja, komm, da setze ich nochmal einen zweiten neben. Wo war denn das jetzt? Hier, ne? Da. Komm, was soll der Geiz? Oder krieg ich das irgendwie hier so? Nee. Ja, schade. Hätte man perfekt nebensetzen können. Naja. Oder hier? Nee. Ja, so, vielleicht. So. Was denn hier? Ist hier irgendwie so ein Weg oder so? Nee. Ja, komm, setze ich hier den nochmal an. So. So. Dafür brauche ich Baumeister. 2 Leute. Und dann kann der eine Lehm oder Sand besorgen und der andere kümmert sich um das leibliche Wohl. Schildkröten oder Froschschenkel. Die nehmen ja ganz schön dekadent, die Leute hier. Ja, obwohl das ja gar nicht so war. Ich glaube, früher war so Schildkröten, Froschschenkel, ich glaube auch Fisch allgemein, das war eher ein Hummer oder so. Das war, glaube ich, eher so ein
So ein, eher so ein Essen für die armen Leute. Ich glaube, die Reichen haben sich damit gar nicht abgegeben. Die haben, glaube ich, eher von diesen Landtieren gelebt, ne? So Schwein und Ochsen und so. Hühner. Ich glaube, weil die halt wertvoller waren. Oder gleichzeitig auch Masttier, Zuchttier waren. Oder Arbeitstiere. Ich glaube, das ist eher so aus der Not geboren, dass die Leute dann angefangen haben, irgendwie Schildkröten, Krebse, Hummer oder so zu essen. Obwohl das ja bei Völkern, die so und so und sehr nah am Meer leben, eigentlich gang und gäbe ist, dass sie halt vom Meer alles kriegen, was sie brauchen. Das Meer gibt alles, was man braucht. Nahrung, Baumaterial, ja, schönes Seetanghaus. Wer will das nicht? Das wäre gut vorbereitet. Fisch, Sojabohnen. Und wir haben wieder 31 Werkzeuge. Das finde ich sehr gut. Wir sind im frühen Winter. Das heißt, wir haben auch genug Zeit. Ne? Mal so gucken, wann ich wieder meine Leute als Farmer einsetzen muss. Damit die Kartoffelernte auch ordentlich eingebracht wird, dann. Nicht zu lange braucht. Bis dann müssten wir auch hoffentlich mit den Steinen hier unten fertig sein. Ja, hier sieht schon gut aus, da haben sie schon angefangen. Die Steine sind soweit schon fast weg. Da sind noch ein paar. So. Dip, 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 dip.